Was ist das Besondere an Barfußschuhen? Das ist eine ganz häufige Frage, die ihr mir stellt und die möchte ich euch heute beantworten. Barfußschuhe haben genau drei Besonderheiten. Das eine ist, dass sie eine relativ dünne und sehr flexible Sohle haben, sodass die Muskulatur in den Füßen gut arbeiten kann und die Abrollbewegung in keinster Weise gebremst oder beeinflusst wird. Das zweite ist, sie haben keine Absätze. Also noch nicht mal einen Millimeter steigt die Ferse nach hinten an, so dass der Fuß wirklich ganz flach auf dem Boden steht. Und der dritte Aspekt ist die größere Zehenbox. Und zwar hier vorne haben die Zehen eurer Kinder ganz viel Platz und können sich richtig entfalten. Gehalten werden die Füße durch den Klettverschluss, durch den Verschluss oben am Spann. Das sind die drei Eigenschaften von Barfußschuhen.